Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Ja, wir beginnen heute mal mit dem Tarot. Das ist mir hier gerade so zugeflogen und ich dachte, wir beginnen mit dem Vice Versa Tarot und schauen mal heute ohne Orakelkarten erstmal rein, wie so die Energie hier so ist. Genau, also wir haben hier, ups, das Ass der Stäbe, den Tod. Tod. Aber von der Rückseite, deswegen haben wir auf der Todkarte auch die Sonne, das Ass der Kelche ebenfalls von hinten, den Ritter der Kelche, aha, okay. Also nach dem, was da so gestern sich gezeigt hat, ist es natürlich gut möglich, dass hier heute noch weitere transformative Schritte, ja, gemacht werden dürfen. So, belassen wir es mal bei diesen Tarotkarten, dann klären wir noch ein bisschen ab. Also, wir haben hier zwei Asse. Ass der Stäbe, Ass der Kelche zeigt an, dass in Liebe und Leidenschaft hier wirklich große Transformationen stattfinden, zumal in der Mitte die Karte des Todes liegt, aber wie gesagt, nicht von der gruseligen Todseite, wo man auf den Tod draufschaut, sondern wo die Transformation bereits hinter dir liegt. Siehst du das? Im Hintergrund wird da schon freudig nackt in der Sonne getanzt, während die alten Verhaltensweisen oder das, was noch transformiert wird, wirklich hinter einem gelassen wird. Eventuell fühlst du noch nicht so ganz, wie du deine neu gewonnene Selbstliebe oder Leidenschaft ausleben sollst, aber wir haben auch hier die Sonne wieder. Oh, diese Spiegelung. Und ich denke, wenn man sich das Ass der Kelche so anguckt, dass da vielleicht noch die ein oder andere Träne vielleicht heute auch vergossen werden darf, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber wir haben hier ganz viel interessante Energie. Wir haben hier zwei Ritter. Ritter der Kelche, nochmal das Gefühl. Ritter der Stäbe, nochmal diese Leidenschaft mit den sechs. Ach nee, es sind die sechs der Stäbe. Seht ihr, jetzt sagte ich schon Ritter der Stäbe, weil es so ritterlich ist. Diese Karte ist auch eine kleine Löwenkarte, die Karte des siegreichen Feldzuges vielleicht. So wie es aussieht, wird sich hier aber auch erst auf den Weg begeben. Das ist noch nicht nach der Schlacht, das ist sozusagen vor der Schlacht. So rum wäre die Rückseite. Und vielleicht hat der ein oder andere es hier tatsächlich schon mit einer neuen Person zu tun, die versucht, dich emotional aufzufangen. Aber ich glaube, du bist da noch in deinem Gedankenkarussell und versuchst dich gerade mental von diesem Trümmerfeld da hinten, von diesem Turmschlag, der sich gestern angezeigt hat, zu lösen. Vielleicht brauchst du einfach diesen Rückzug, ein bisschen Ruhe. Und diese Energie, die da vom Außen kommt, ist vielleicht nett gemeint, aber ist eher noch kontraproduktiv, würde ich sagen. Wenn wir uns die Haltung dieser Ritter jetzt hier anschauen, also diesen ritterlichen Mann auf der Sechs-Stäbe-Karte und dem Ritter der Kelche, dann sehen wir, dass der Ritter der Kelche im Endeffekt auf dem Weg ist zum Ass der Kelche, zu dem Brunnen. Vielleicht will er den Kelch auch hier nochmal wirklich mit purer Emotion auffüllen, bevor es in die Schlacht geht. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich der Ritter der Kelche im Endeffekt deine eigene Energie ist und kein anderer Mensch auf dich zukommt. Es könnte sein, dass du angehalten bist, wirklich deinen ganzen Mut zusammenzunehmen und hier zur Quelle dieses schmerzhaften Problems vorzudringen, damit du wirklich verstehst, was hier passiert. Mit diesem Ass der Stäbe und der Todeskarte auf dieser Seite ist diese allumfassende, große Transformation angezeigt, die dir sagt, dass du hier das Zepter wieder in der Hand hältst. Im Endeffekt haben wir den Stab hier und wir haben ihn hier wieder, sodass du lernst, deine eigenen Leidenschaften im Leben wiederzufinden oder sie wieder rauszukämpfen, wirklich dich mutig aus diesem Tal der Tränen wieder herauszukämpfen. Und das braucht vielleicht hier einfach seine Zeit mit den vier Schwertern, dass man sagt, gut, ich nehme hier diese Auszeit, ich mache hier mein Ding im Verborgenen, ich brauche jetzt einfach hier dieses Heulen oder dieses Hin- und Herspringen in den Gefühlen. Hier kommt auch eine sehr sprunghafte Energie rein. Also so nach dem Motto,
Wie könnte man das denn beschreiben? Ja, also manchmal hat man so Gedanken wie, keiner mag mich, keiner liebt mich, alles ist scheiße, so im Opfermodus. Und dann kommt so eine Fuck-off-Attitude, wo man sagt, ah, scheiß auf alles und jeden. Ich bin hier wer, ich habe hier was, ich kann was. Und das kann schwankend sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir können nicht immer die ganze Zeit in einer Energie festhängen. Und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn man einfach sich hinsetzt und diese Emotionen jetzt einfach so nimmt, wie sie kommen, da einfach mitgeht und mitgeht und immer wieder sich daran erinnert, dass Gefühle halt flüchtig sind. Ja, fünf Kelche, hier ist auf jeden Fall dieser Mi-Mi-Mi-Trauermodus angesagt. Mag vielleicht nicht das Schönste sein, aber wo Regen reinigt, kommt die Sonne aus den Wolken raus. Ja, na, du. Vielleicht kämpfst du da tatsächlich, wow, das Gericht noch, der Teufel, neun Schwerter auf dem Kopf, ja, hier, großartige, krasse Transformation, wie soll man es anders sagen? Wir haben hier große Arkana-Karten ohne Ende, den Tod, den Herrscher, das Gericht, den Teufel. Hier wird gerade wirklich über Gut und Böse in deinem Inneren vielleicht gestritten. Also so nach dem Motto, ich will aber das und das unbedingt hier mit dem Ast der Stäbe. Das ist das, was ich will, aber vielleicht ist das, was du wolltest in der Vergangenheit, nicht gut für dich. Deswegen wurde da eingegriffen von höherer Warte. Hier wurde tatsächlich eingegriffen, weil irgendjemand kann das nicht mehr sehen, dass du da dir die Augen aus dem Kopf heulst für nichts und wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Weil eventuell war das hier einfach eine ungesunde Verstrickung. Also wenn man sich das so anguckt, könnte man sagen, dass es an der Zeit ist, wirklich, 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 really, really in dieses Gericht zu gehen und dich zu läutern und zu transformieren, weil im Endeffekt tanzt du auf die Sonne zu, im Endeffekt weißt du, wer du bist, was du brauchst und wohin du möchtest, aber vielleicht traust du dich nicht, das in voller Gänze vom Universum einzufordern. Also ich spüre hier so eine ganz, ganz enorme Stärke. Vielleicht weißt du um deinen innersten Seelenkern, um deinen Wesenskern und du weißt eigentlich schon, oder du spürst, Wissen ist zu viel, du spürst in deinem Inneren, dass etwas richtig ist und dass etwas deinen Wertevorstellungen entspricht und dass du etwas machen solltest. Aber bisher hast du dein Licht irgendwie unter den Scheffel gestellt, weil du Angst hattest, nicht zu genügen. Weil du das Gefühl hattest, dass egal was du machst, es sowieso immer in negative Verstrickungen münden wird. Und vielleicht ist dir das jetzt gerade bewusst geworden, gestern oder die letzten Tage, dass du dich auch selber ganz schön in die Scheiße reingeritten hast, mit diesem Verhalten immer dich kleiner zu machen, als du eigentlich bist. Denn dieses Anpassen hier an einen Herrscher zum Beispiel oder an andere Leute führt dich einfach nicht weiter, sondern es macht dich eigentlich innerlich, knickt es dich. Ne? Wir sehen hier diesen geknickten Kopf, da den geknickten Kopf. Es zieht dich einfach runter und da solltest du von ablassen. Ach, diese drei Karten hier unten haben echt wirklich eine richtig krasse Energie. Also der Herrscher, der Teufel und das Gericht, da kann es wirklich sein, dass hier heute etwas entschieden wird, was wirklich notwendig und wichtig ist, dass hier auch etwas offengelegt wird, was deine Zukunft im letzten Endes beeinflussen wird, was dich, ja, was dich irgendwie berührt. Aber das muss nicht sein, dass du diesen Prozess hier durchmachst, sondern dieses Gericht, der Herrscher und der Teufel kann wirklich sein, dass hier eine Rechtsprechung stattfindet, die vielleicht ganz weltlich ist, die eventuell aber auch himmlisch geführt ist, sagen wir jetzt mal. Da werden Fäden im Hintergrund gezogen, nenn es wie du willst, ob das jetzt karmisch ist oder wie auch immer. Ich glaube, hier löst sich ganz viel zu deinen Gunsten auf, wenn du bereit bist zu sagen, okay, ab ins Neue. Also einmal durch dieses Gefühlschaos durch. Heulen, tanzen, heulen, schreien, heulen, tanzen, springen, singen, sich gut fühlen, wie auch immer. Ich glaube, das schwingt hier so hin und her. Geh da mit, geh mit dem mit. Genau. Na, blockier da nichts. So, jetzt gucken wir nochmal hier drüben. Seht ihr das überhaupt noch? Ja. So. Sechs Stäbe, kleine Löwen, siegreiche Karte, vier Schwerter. Da hinten brennt die ganze Landschaft. Vielleicht hat auch der Stab
Kämpfer dort die Landschaft angezündet, aber irgendwie muss man etwas zur Ruhe kommen. Was dürfen wir denn, huch, ne, nicht so viele. Was dürfen wir denn wissen noch über diese beiden Karten hier, über den erfolgreichen Feldzug und gleichzeitig diesen ruhigen Stillstand, wo wir wissen, dass wir eh nichts machen können, wenn da hinten die Hütte brennt. So, ja, die Königin der Schwerter. Hier werden auf jeden Fall auf der geistigen Ebene kluge Entscheidungen getroffen, diesbezüglich, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch? Die Mäßigkeit, 10 der Schwerter auf dem Kopf. Hier wird etwas absolut durchdrungen, beendet, abgeschlossen. Ja, und dann der Magier. Also, ich weiß ja nicht, was es bei euch ist, was da so los ist, aber so viele große Arcana-Karten in dieser Reihenfolge gepaart mit diesen Schwertenergien zeigt, dass da wirklich große Umwälzungen passieren. Wir haben hier diese negativen Karten der 10er, 9, 10 Schwerter, die jetzt hier auch abfließen dürfen, weil hier werden kluge Entscheidungen getroffen. Also man kann es anders nicht sagen. Mit der Königin der Schwerter und der Mäßigkeit wird hier das richtige Maß auch an Kampfbereitschaft bereitgestellt. Und wenn du irgendwie halt in diesem Rückzug bist, weil du vielleicht hier deine verrückten 5 Minuten hast oder einfach echt deprimiert bist oder echt wütend bist oder deine Emotionen lieber nicht mit anderen teilen möchtest, um sie nicht an ihnen auszulassen, was eigentlich eine sehr noble Sache ist, lieber alleine zu Hause aufs Kissen boxen, als irgendwen anzumeckern, der nichts dafür kann. Wenn das passiert, dann werden hier kluge Entscheidungen zu deinen Gunsten getroffen werden. Du musst nur aufhören, dir die Augen aus dem Kopf zu heulen über deine eigenen Gedanken. Ich glaube, das sollte hier wirklich von dir gelöst werden als Königin der Schwerter, dass du sagst, ich weiß, dass ich Gedanken habe, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, was ich gerade meine. Du hast diese Emotionen, die durchschwappen dich, Emotionen wie Elektrizität und Motion wie Bewegung, dieses elektrische Feld an Gefühlen, das durchdringt dich nun mal, umhüllt dich, durchschwingt dich, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Lass es kommen und gehen. Lerne den Drachen zu reiten tatsächlich. Lerne diese emotionalen Auf und Abs einfach auszuleben. Und dann haben wir hier das Potenzial, auf jeden Fall mit dem Magier und der Temperance Dinge wirklich zu unseren Gunsten zu verändern und diesen Rückzug, der vielleicht aus diesem Turmsturz von gestern resultiert, wirklich positiv zu nutzen, indem wir es wieder in Seelenruhe und Stärke umwandeln, anstatt uns vor diesem brennenden Chaos, das da irgendwo wütet, zu verstecken. Ich glaube, hier wird neue Kraft reinkommen. Aber ich möchte nicht sagen, dass jetzt hier gleich irgendwie von heute auf morgen etwas sich ändert, sondern ich glaube, es geht einfach darum, einzusehen, dass manche Dinge außerhalb unserer Möglichkeiten liegen, außerhalb unserer eigenen Schaffenskraft vielleicht. Weil manche Dinge sind halt karmisch bedingt oder vom Universum so gewollt oder nach dem göttlichen Zeitplan, wie auch immer dein Sprachgebrauch dort ist. Aber schaut mal, wie viele große Arcana-Karten wir hier haben. Das ist doch den Herrscher, das Gericht, den Teufel, die Mäßigkeit und den Magier. Das sind alles Karten, die sagen, dass sich hier etwas wirklich von Grund auf verändern darf, auch aus der eigenen Perspektive heraus. Aber ich glaube, du wirst da halt nicht durch Gedankenkraft hinkommen. Du kannst dich hier nicht selber motivieren und sagen, wenn ich jetzt immer nur positiv affirmiere und den ganzen Tag rumlaufe und so tue, als ob alles in Ordnung wäre und hier so den Schein aufrechterhalte sozusagen, dass dann alles besser wird. Nein, es wird in dem Moment besser, wo du dich hier von diesem teuflischen Geheul abwendest und von diesem Schlachtfeld, was vielleicht die letzten Tage in deinem Leben herrschte und das im Außen einfach belässt, aber für dich selber mutig genug bist, in deine eigene Schlacht zu ziehen und deine Gefühle vor allen Dingen zu fühlen. Na, und hier auch vielleicht wieder auch eine neue Perspektive zu finden. Also wenn du da genug geheult hast und da diese 3 Kelche mit dem ganzen Mist da drin umgetreten hast, die 3 Kelche könnten auch für andere Menschen stehen, für eine Geselligkeit, für die Gesellschaft. Vielleicht hattest du falsche Freunde oder du wurdest enttäuscht oder von einem Partner enttäuscht oder weiß ich nicht, von deiner Familie. Und hier sagt man immer, man betrauert hier diese 3 Kelche. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Mensch diese 3 Kelche ganz bewusst umgetreten hat, um dann irgendwann zu sagen, fuck that shit, und dann danach glücklich bis ans Ende seiner Tage lebte, weil er sich umdrehte
und erkannt hat, was dann noch so auf ihn zukommen mag. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderbar verheulten, erkenntnisreichen Tag. Fühlt euch gedrückt, macht's gut und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.